Herr Kollege Lux, das Wort für die Fraktion der Linke hat der Kollege Döring. Herr Alterspräsident, meine Damen und Herren, auch zunächst von mir allen meinen herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wahl. Und ich freue mich auf die nächsten 5 Jahre streitbarer Zusammenarbeit. Zunächst mal zu dem Antrag der 3 Oppositionsfraktionen zum Thema Hauptausschussvorsitz. Ja, man könnte schon fast von einem Ritual reden, solange ich dabei bin. Das sind jetzt 16 Jahre. Immer wieder zu Beginn einer Wahlperiode in unterschiedlichen Formationen. Der Antrag zum Hauptausschussvorsitz sollte von der Opposition gestellt werden. Aber so wie es auch heute wieder passiert ist, ein Antrag wird gestellt und selbstverständlich von den Fraktionen, die zukünftig vermutlich die Regierung stellen werden, dann erstmal gleich wieder ein glattes Nein. Zu einer grundsätzlichen Debatte, solange ich hier dabei bin, ist es in dieser Frage bisher nicht gekommen. Und das würde ich mir sehr wünschen. Zumal mein Kollege Michael Nelken, Jahre 2001, da hatten wir auch schon mal solch einen Antrag gestellt, in der Debatte darauf hingewiesen hat, dass der Hauptausschuss eine besondere Rolle hat, wie es eben auch der Kollege Lux betont hat, dass der Hauptausschuss das älteste und substanziellste Recht hat, das das Parlament gegenüber der Regierung hat, nämlich das Haushaltsrecht. Und somit stellt sich die Frage, warum der wichtigste Ausschuss, das wichtigste Kontrollorgan des Parlaments, ausgestattet mit dem Haushaltsrecht in der Hand einer Regierungsfraktion sein soll bzw. sein muss. Ich unterstelle keinem Abgeordneten irgendetwas. Jeder wird seine Kontrollfunktion gegenüber der Regierung wahrnehmen. Aber es soll schon mal vorkommen, dass Vertreterinnen und Vertreter von Regierungskoalitionen bei der Frage von Kontrollrechten oder Schutzbedürfnis gegenüber der Regierung doch schon mal in dem einen oder anderen Gewissenskonflikt kommt. Und den wollen wir einfach mit dieser Regelung auflösen. Zweiter Punkt zu dem Antrag. Zunächst mal zu unserem Antrag, der soll ja auch nicht verloren gehen. Die Fraktion Die Linke hat ja auch einen Antrag gestellt, den wir in den Ausschuss, in den zu bildenden Rechtsausschuss überweisen wollen. Da geht es auch genau um die Rechte kleinerer Fraktionen, nämlich um die Frage, wenn kleinere Ausschüsse gebildet werden und die kleineren Fraktionen dort nur mit jeweils einem Mitglied vertreten sind, ob es nicht im Sinne einer besseren Arbeitsfähigkeit der kleineren Fraktionen angesagt ist, für diese Fraktionen auch ein beratendes Mitglied zuzugestehen. In der vergangenen Wahlperiode ist das per Geschäftsordnung nicht geregelt worden. Da hat man das der FDP großzügig zugestanden. Wir möchten, dass das zukünftig in der Geschäftsordnung festgehalten wird. Zu dem Antrag der Piraten. Ja, es ist nun mal so, Anfang einer Wahlperiode können wir alle beklagen, dass Ihre Anträge eine Stunde vor der Sitzung hier eingetrudelt sind. Ist nun mal so, wird garantiert nächstes Mal anders sein. Aber der Punkt ist tatsächlich, Sie stellen ja mit Ihren Anträgen substanzielle Fragen. Mit dem neuen Blick, mit dem Blick von außen sozusagen in diesem Parlament, stellen Sie sich natürlich die Frage mit Ihrem Antrag, ja, wie ist es denn eigentlich mit den Rechten der einzelnen Abgeordneten? Bisher ist es ja so, dass sich Abgeordnete in den Fraktionen organisiert haben. Dort ist ja nicht ohne Hintergrund, sondern man schließt sich zusammen, um gemeinsam politische Interessen gemeinsam durchsetzen zu können, um damit eine gewisse Stärke zu zeigen. Das ist der Hintergrund. Wenn Ihr Antrag, und Ihrer Begründung, wenn Ihr Antrag bezogen auf die einzelnen Abgeordneten darauf abzielt, ich nehme jetzt mal das Beispiel dieser Anträge, darauf abzielt, dass mit einzelne Mitglieder ihrer eigenen Fraktionen sich mit diesen Anträgen nicht durchsetzen können und quasi als Antrag der Fraktion durchspringen, sondern über den Umweg gehen wollen, wir machen jetzt Anträge als Einzelpersonen, kann man darüber diskutieren. Was ich sage Ihnen, man muss Anträge stellen, nicht des Selbstzwecks willen, sondern man will mit Anträgen etwas politisch durchsetzen. Um etwas politisch durchsetzen zu wollen, braucht man Mehrheiten. Wenn man die schon in seiner eigenen Fraktion nicht hat, wird es schwierig. Und ich nehme jetzt mal den Antrag, den ich sehr sympathisch finde, Grundmandat bei der Frage der Vizepräsidenten. Da kommt genau an den Punkt, Sie schreiben in den Antrag selbst, was ja richtig ist, dass eine Veränderung der Verfassung notwendig ist. Übrigens hätte das zuerst kommen müssen, bevor man den Geschäftsordnungsantrag dann macht. Aber bei einer Verfassungsänderung braucht man in diesem Parlament eine Zweidrittelmehrheit. Das heißt, man muss also nicht nur in seiner eigenen Fraktion für Mehrheiten werben, sondern tatsächlich auch dann im Parlament für Mehrheiten werben. Und deswegen braucht man da einfach euren anderen Umgang. Nichtsdestotrotz, Ihre Sichtweise auf die Frage Rechte einzelner Abgeordnete werden wir uns sehr genau angucken. Wir stehen auch diesem Antrag positiv gegenüber. Dankeschön.
Vielen Dank, Herr Kollege Döring. Das Wort für eine Restzeitrede der Piraten hat nun der Kollege Mayer.